EDITECH 25, Cruel vs. Scorpion on PS2. Wir sehen Rob vs. Palutena. Ich hätte jetzt gedacht, dass er Pitch spielt. Aber vielleicht heute mal Bock auf Palutena. Cruel, eigentlich mit seinem legendären Captain Falcon unterwegs. Heute auch mal mit Rob und Roy. Aber CF hat er auch schon gespielt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend hier. Cruels Best of 3. Frisch gestartet. Es geht hier los, Alter. Es geht hier rein da mit dem F-Smash von Rob, a.k.a. Cruel. Und die Cruel Side B klappt natürlich immer. Wie man sieht, klappt es doch nicht immer. Er wollte den Hard Read, hat aber auch nicht geklappt für Scorpion. Er hat leicht gemisst. Beide auf jeden Fall sehr easy mit den Stocks, mit den Prozenten. Okay, rein die Eid. Direkt in die Berge rein. Weiß ja fürs nächste Mal Bescheid. War knapp, war knapp. Ja. Kein Panne von der Abbie. Aber ist auf jeden Fall noch alles drin hier. Dieser Konterlaser hier. Und Ballokina. Das ist es noch nicht. Noch nicht. Abtilt. Ja, ist leider kein Kühlkommo mehr. Aber jeder Grab würde, glaube ich, gerade auch killen. Jo. Noch nicht. Aber Scorpion hier baut sich auf jeden Fall in soliden Lead auf. 90% und Cruel drauf. Ja, das wird es dann sein. So, wie wird Cruel jetzt da antworten? Da sind wir ja wieder gespannt hier. Ja, versucht schon mit Crazy Combos. Okay, das hat irgendwie komisch gecancelt. Fair. Ne, direkt mit der Nähe zurück. Oh ja, das ist der Stock. Früher Stock, zweiter Stock für Scorpion geholt. Das könnte schwierig werden. Ne? Ach, ist ja cool, macht cool Combo, dann ist alles wieder drin. Aber gucken, wie Scorpion sich den Leaf jetzt aufbauen will. Und wird vielleicht. Nice Grab. Na, da hat er wieder zu viel gedacht, aber ist okay. Berg hier rein da. Okay, die Gyro auch noch hinterher. Ja, schade. Nee, das darf man natürlich nicht mehr machen. Das kommt einmal und dann auch erstmal nicht mehr. Downhill. Keine Chance für die Berg hier von Scorpions. Palutena. Ist auch immer noch. Nice, Cancel. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier für Scorpion. Sehr gut für Scorpion. Cool, weiß nicht genau, wie er da antworten soll. Er weiß es halt. Ah ne, die Side B, es ist einfach nichts mehr. So nach dem 8. Mal kann man die Side B dann auch nicht mehr machen. Cruel! Toll gemacht, Side B. Tolle Side B, Cruel, toll. Toll. Leonardo DiCaprio, aka. Da bin ich wieder. Start hier, Alter. Wir sehen jetzt wieder Mike und NZ25. 25, am I right? 25. So sieht's nämlich aus. Ich habe eben gerade ein bisschen TO-Stuff gemacht. Ich habe auch gesehen, hier Scouty bisher alles gewonnen. Wow. Spielt jetzt gegen SDN. Es könnte das erste Mal sein, dass er in die Top 12 kommt. Scouty? Nice. Ja, muss noch gegen Jail Musician, dann gewinnt er auch. Gegen Schnatterli gewonnen. Das war so der vierte Seed. Okay, wir haben hier CF. Der Change of CF on PS2. Oh, okay. Small Battlefield. Aggressiv. Sehr aggressiv. Vielleicht gefällt mir das besser, das Matchup mit Captain Falcon, weil eben mit Rob sah das nicht machbar aus. Ah, das ist einmal die Palu-Kombo. Und jetzt ist cool endlich an der Reihe. Ja, okay. Schönes Landing gepunished. Er hat das geredet, aber ein bisschen misspaced. Ich weiß nicht, wie das erste Game aussah. Two-Stock, Palu. Ja, okay. Also das sieht jetzt schon mal auf jeden Fall besser aus. Aber cool hat er auch da Rob genommen und jetzt auf CF gewechselt, auf den legendären Plattfalten-CF. Ja, oh, genau. Schön. Aggressiv, aber der Konter ist nicht so stark. Er macht echt den Konter einfach so weit offstage. Hat gut geklappt, ja. Mal gucken, ob cool jetzt erstmal gleich Center Stage geht. Ja, genau, das ist er. Okay. Center Stage. Die cool Technik. Okay, wie wird er reagieren? Kein Punish on Edge, Ledge Match, was Red Ratch, Wicked Wack. Okay, der Kill. Okay. Cruel holt sich den ersten Stock mit seinem CF und da wird auch sein Stock direkt hinterher geholt. Beide mit 2 Stocks. Okay. Hey, ich schätze mal, das war kein Falcon Punch. Das war safe. Nur geplant. Der Input war ein Falcon Punch.
Aber man merkt so ein bisschen, auf jeden Fall ein... Ja. Yo, okay. Ich wollte gerade sagen, so, dass so ein bisschen die Routine einfach fehlt. So im Neutral merkt man das so ein bisschen bei Cruel. Aber immer, wenn ich sowas sagen will, dann beweist er mir das Gegenteil. Auch eben gerade bei Dafung einfach. Ja, heftig. Hat auch 2-1 verloren. Ja, das erste Game, das war schon auch crazy. Down Air und dann Up Smash, das war schon stylo. Okay, ja, ja, und auch die, also die Upbys laufen heute auf jeden Fall. Oh, oh. Da musst du aufpassen. Mhm. Da hätte er den Air Dodge machen müssen. Ja. Aber Palu mit 100% ist auf jeden Fall noch machbar für Captain Cruel. Captain Crunch. Oh. Ja, ja, okay. Ah, schade. Get Up Tilt schön gemacht von Scorpion. Up B von Cruel. Bis jetzt immer. Oh, das war's, ja. Das war's. Doch nicht. Okay, und? Magnethände! Oh, der hatte so Lust, den zu spiken gerade. Aber das hat Scorpion auf jeden Fall gerochen. Tomahawk back. Tomahawk, Tomahawk. Ich glaube, ne, Down B. Down Up B. Nee. nein, da ist die Down B. Schon wieder. Nein. Wenn er sich den Stock jetzt holt, dann ist. Ja, okay. Schön, es schön. Ist noch drin, es ist noch drin. Es ist Captain Falcon, wir dürfen es nicht vergessen. Eine solide Kombo, dann ist er auch schon wieder bei 60%. Aber er braucht den Grab, er braucht den Grab. Ja, genau. Jetzt einmal so ein Kombo-Starter wäre natürlich sehr, sehr gut für ihn. Oh, das war komisch. Gar nicht erst bekommen. Nee, oh, Grab killt noch nicht. Aber jetzt wird es dangerous. Oh nein. Er lebt noch nicht. Jump. Ist der Jump noch da? Ja, ist auch drin, ist auch drin. Okay. Ah, schade. Der Spike jetzt wäre sehr lustig gewesen. Okay. Cruel. Nee, das ist ein momentumbasierter Charakter. Also, wenn er jetzt einmal Momentum bekommt, kann es sehr gut sein, dass das hier eine knappe Kiste wird. Nein, hinter die Rolle. Das ist so spannend. Ein Knie und es klärt auch schon alles. Ne? Ein so ein solides One-Knie. Ja. Was macht er? Okay, ist okay. Nicht hoch, nein. Er wusste es selber, nachdem er da hochgesprungen ist. Er wusste es selber direkt. Aber hat sich auf jeden Fall noch knapp gemacht. Also, da habe ich schon gedacht, kommt jetzt bald einfach so ein Knie aus dem Nichts und dann war. Damit haben wir auf jeden Fall alle gehofft. Aber leider nicht. Leider nicht. Leider ist das Knie nicht gekommen. Was sagst du dazu? Digga, das scheiße. Kann schon mal den allerbesten passieren.